Willkommen zu einem weiteren Pokémon Y-Part, meine lieben Freunde. Vor dem Part möchte ich noch ein bisschen was labern. Viele haben sich beschwert wegen des Projektes, wegen der Nassau-Kriegeln, die ich nochmal ganz kurz erklären wollte, die Nassau-Kriegel. Die Nassau-Kriegel ist nämlich, dass Bisasam, aka Mr. Mythos, aka Roselia, sterben darf, so oft wie er will, da er so gesehen unser Backup ist. Er ist unser Pokémon, was die ganze Zeit sterben darf, damit wir die Nuzlocke fortführen hören. Und Leute hat das einfach gestört und mittlerweile denke ich mir so, ja, ich kann verstehen, dass es euch stört. Ich habe daraus gelernt, ich werde sowas nicht nochmal machen. So, die Nuzlocke von der Art her. Ich werde sowas nicht nochmal machen, Leute, das ist versprochen. Aber diese möchte ich noch gerne so fortführen, wie wir sie angefangen haben. Aber es wird sowas nicht nochmal geben. Ich werde das vielleicht noch in Streams machen, so, damit man da halbwegs durchkommt. Aber in der Form werde ich das nicht mehr machen. Ich überlege aber gerade, wie ich jetzt rangehe, wieder an diesen Kampf. Ein bisschen, ja, wie gesagt, die beiden vorne. Aber nur, damit ihr versteht, ich möchte das jetzt nicht mehr so fortführen mit anderen Projekten. Das war jetzt ein einmaliges Ding. Beziehungsweise, was heißt ein einmaliges Ding? Ich will das einfach jetzt durchführen, ja? Und ich wünsche mir einfach, dass wir jetzt versuchen, dieses Team, was wir jetzt gerade aufgebaut haben, zu behalten, weil das ist relativ geil, was wir hier haben. Was hast du denn? Hochzeitsreisende Jin und Army. Oh, das passt ja perfekt. Das sind ja echt zwei Leute. Und dann Hochzeitsreisende. Süß. Dann herzlichen Glückwunsch an euch beide. Wir gucken mal, was wir hier so reißen können. Wir haben ja unser Timongo und unser Embre. Am besten Hornattacke auf Ratzfratz und Dimensions. Was wollen wir Dimensions? Obwohl, ne, komm. Machen wir hier keinen Stress, machen wir Stärke auf Parasek. Wir gucken mal einfach nach, was man hier so machen kann. Und oh, die Horn hat gewirkt. Morphogus. Ratzfatz ist tot. Ja, nice. Und sind wir schon schneller als Parasek? Ja, natürlich sind wir schneller als Parasek. Und du kriegst jetzt die Stärke ab, die nicht so stark ist. Hammer. Hammerarm, okay. Hat dir jetzt nicht so viel gebracht. Die Initiative sinkt noch. Nicht so nice. Kriegst eine Hornattacke ab. Von Typen 4 natürlich, ne? You know it. Und Dimensionssock. Versuchen wir es einfach mal. Wirkt auch nicht so krass, die Hornattacke. Aber vielleicht ist Dimensionssock. Mal sehen. Ist es nicht von Hooper? Ich glaube ja. Das wirkt auch einfach nicht. Ja, was hat der für ein Typ? Wenn man mal fragen darf. Fee wirkt nicht drauf. Käfer wirkt nicht drauf. Flügelschlag. Versuchen wir es mal. Wir müssen irgendwas versuchen. Also geht's hier ja nicht weiter, ne? Irgendwas müssen wir versuchen. Ist das eine Step-Attack-Flügelschlag? Vielleicht. Ja, killt es zumindest. Okay. Finalschlag von Parasek. Bringt dir aber auch nicht viel. Gut, ich glaube, wir sind aber gleich schon aus der Höhle raus. Was mich sehr freut, dann können wir nochmal auffallen. Und dann sind wir auch schon vor dem Arena-Leiter. Mit einem Team. Naja, was ein bisschen mehr Erfahrung hatte als das, was wir beim letzten Arena-Leiter aufgetragen haben. Ich meine, wir haben jetzt zwei neue Pokémon im Team und ne, wir hätten fast schon ein drittes neues bekommen, aber nein, ich muss das natürlich verkacken und ey, gegen dich kämpfe ich nicht. Oh, Eisen, das können wir verkaufen, perfekt. Einer hat noch geschrieben, dass auf Route 13 irgendwo der Leuchtstein sein sollte, aber wo Route 13 ist, werde ich gleich erstmal noch herausfinden müssen, am besten jetzt mal eben, bevor ich hier irgendwie in die ganz falsche Richtung gehe. Wir waren gerade auf Route 12 und Route 13 müsste hier sein. Ah ne, wir gehen erst auf Route 12 und dann ist Route 13 hier, okay. Ja gut, dann gucken wir mal. Aber die Musik ist richtig geil in Sanaburg. Ich finde die richtig nice irgendwie. Die wird so richtig abgefreshed. Haben die hier nochmal eine Boutique? Wäre nämlich nice. Ich würde gerne nochmal was einkaufen, meine lieben Freunde. An Klamotten und oh, mein Roselia möchte noch mal ein bisschen kämpfen, habe ich das Gefühl. Dankeschön, Roselia. Erstmal was verkaufen, ne? Wie viel Geld haben wir überhaupt jetzt? Wir haben 37.000, okay, da kann aber was rauskommen, ne? Weil wir haben ja noch ein bisschen was, Honig zum Beispiel. X-Abwehr kann man mal verkaufen. Ah, ne, warte, das ist ja nicht mal so krass. Perle für 700 ist okay, kann man mal machen. Donnerstein, kann man Donnerstein verkaufen? Aber wenn wir den irgendwann mal brauchen, ich will jetzt nicht irgendwie drauf anlegen, ja. X-Treffer, Ewigstein will ich, glaube ich, gar nicht behalten. Mondstein lassen wir mal auch drin. Absolut will ich auch nicht verkaufen, ich troll. Eisen, weg damit. Elixier kann man immer mal gebrauchen und der Rest ist so semi-cool, kann man auf jeden Fall mal behalten. Wir müssen aber jetzt noch ein paar Tränke kaufen und sowas, ey.
Über 10k, you know. You know, you know. 15 am besten. So. Und für den Fall der Fälle noch ein paar Superschutz. Nein, was soll ich darauf abbrechen? Das will ich gar nicht. Ein paar Superschutz möchte ich haben. Alter, kann ich auch auf jeden Fall kaufen. Auch mal nur so 15. Jetzt haben wir noch 19.000 übrig. Das heißt, wir können noch ganz kurz einkaufen gehen. Und es gab ja wieder längere Zeit keine Folgen mehr von Buron Y. Ich glaube, 2-3 Tage. Ich war einfach richtig verpeilt. Dann der Webvideopreis noch dazu. Und dann noch meine Allergie gegen Pollen. Ja, das ist schrecklich. Ich sollte auch, warte kurz, bevor das gleich anfängt im Part, nehme ich mal ganz kurz eine Tablette dafür. Es ist schrecklich, Leute. Die Jahreszeit der Pollen hier da. Und ich hasse das. Ja, Leute, ich hasse das richtig, weil ich da immer richtig. Ja, meine Nase läuft. Meine Augen jucken. Alles Mögliche. Was machst du hier? So, ich suche gerade etwas. Okay. Okay, dann such du mal etwas, während ich hier auch was suche. Nämlich eine Boutique. Und oh! Hallo Sirlo, wie geht's deiner Reise voran? Sirlo, lass uns die Einträge in unserem Indigo-Küsten-Pokédex vergleichen und rausfinden, wer schon mehr Pokémon sein. Ach man, ey. Verpisst euch. Verpisst euch. Mr. Mega? Wo ist Mr. Mega? Na, Mr. Mega! Wer ist Mr. Mega? Im Turm der Erkenntnis? Mr. Mega? Okay. Okay, Mr. Mega ist wohl da vorne im, ja, Eintanz. Okay, was willst du uns zeigen? Ein Megastein? Kurioser Stein, okay. Was bringt der uns? Also das ist dieser Erkenntnisturm. Okay. Sieht krank aus. Und ich kann mich erinnern, ey, dass wir so was Krasses haben, im Pokémon Y. Ich, guck mal kurz den kuriosen Stein an. Okay. Das war's auch wieder. Ich möchte gerne jetzt meine. Nicht meine Angel, was mache ich denn da? Mein Fahrrad benutzen. Da. Und hier sind noch Häuser und so. Aber ich weiß so keinen. Obwohl ich hätte hier gerne noch angeln gehen eben. Das mit der Angel war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also kriegen wir ein neues Pokémon rein. Oh, ich habe zu spät angezogen. Aber hier kann man erstmal noch schnell ein Item bekommen. Aber wie gesagt, ich würde gerne noch ein Pokémon hier angeln, weil, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann, gerne, ne? Dann gerne. Komm her. Und da haben wir einen Pokémon an der Angel. Mal sehen, was es ist. Es ist ein... Oh, ein Skellig, oder? Ja, Mann, ein Skellig. Auf welchem Level bist du? 20 oder so? 15, Alter. Es ist... Diese Wasserrouten immer. Diese fucking Wasserrouten immer. Die fucken einen so richtig ab. Was ist fast schon auf Level 40 und das Pokémon gegenüber, was man fangen möchte, ist auf Level 15. Ich hab mir einfach so, was zur Hölle? Warum? Warum on that level? Warum on that level? Weil, ich meine, ich habe Besseres verdient. Ich habe ein besseres generisches Pokémon verdient. Ich meine, das ist ein fucking Skullig auf Level 15, ja? Auf Level 15, ja? Also, das ist schon krass. Aber übrigens, wenn wir wieder mal die 200 Likes erreichen würden, wird richtig krass sein, dann kriegt ihr auch wieder eure 30 Minuten Parts. Wir haben die in den letzten paar Tagen nicht erreicht, was natürlich ein bisschen schade ist, aber naja. Okay, ich habe gerade nochmal nachgelesen, dafür, dass du mir geholfen hast, Ivan, der leuchtet auf Route 12 nach der Arena. Dafür, dass du mir geholfen hast, obwohl das Pokémon weiblich ist, kriegst du jetzt das Pokémon. Alter. Unglaublich. Unglaublich, hat er auch geschrieben, wo genau es ist. Er hat geschrieben, okay, nein, er hat nichts dazu geschrieben, aber ich hole den jetzt ganz schnell. Ich hoffe, wir können da schon auf die Route hin. Das wäre nämlich ziemlich nice. Bitte, lass uns da schon hinkommen, weil... Ja, es sieht so gut aus, es sieht gut aus, wir können da hin. Nice, aber nicht ganz hin, aber wir können ja mal... Schon mal ein Pokémon holen. Ein Quajutsu, was? Wir haben als Encounter ein Quajutsu bekommen. Was? Wir haben einfach ein Quajutsu als Encounter bekommen.
Auf Route 12, das ist unsere Glücksroute. Oh mein Gott. Oh, ist das ein... Fuck it. Fuck it. Oh, krasse Attacke, aber ey, ich muss das Ding fangen, ich muss das Ding fangen. Das ist ein fucking Fajutsu. Oh mein Gott. Wie badass. Wie fucking badass. Hier ist einfach ein Fajutsu auf der Route. Ich meine, womit habe ich das verdient, Leute? Womit habe ich... Oh mein Gott, bleib doch drin. Beinahe hat es geklappt. Bleib doch einfach drin, Fajutsu. Alter. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar. Ich kann es aber auch nicht richtig schwächen. Ich habe Angst, dass wir in anderen Pokémon sterben und so weiter. Wir versuchen einfach so zu fangen mit dem Pokéball-Kummer, ja? Wir schaffen das auch irgendwie so zu fangen, das ist kein Problem. Dauert nur ein bisschen was, aber Leute, wir haben ein Quajutsu hier. Und. Klar, einmal werfe ich ein Pokéball, geht das klar, ne? Und ja, weil im letzten Mal war schon. Ja, Quajutsu ein Zerlo. Und wenn es jetzt weiblich ist, habe ich einen Namen für ihn. Bist du weiblich? Ich hoffe, du bist weiblich. Weil sonst muss ich nochmal nachgucken. Gesteinfee, what the fuck? Gesteinfee. Du bist männlich, also musst du auch nochmal kurz nachgucken. Na, super. Ich bin gerade nur weiblich Abonnentin. Natürlich, das ist perfekt. Komm, Erik Gosler, da du auch schon sehr lange fragst, gebe ich dir jetzt das Quajutsu. Hier, du hast die Ehre, du hast das krasseste Pokémon im ganzen Projekt hier. Also, ne? Pass auf, was du sagst, wo den Defox. Nein, nicht Rip hin. Nicht Rip. Oh, warum muss da Holix sein? Warum kann da kein Leuchtstein sein? Shit, also ich glaube, wir kriegen ja auch keinen Leuchtstein, bevor wir die Arena da haben. Weil das ist ja dieser eine Typ davor und... Oh, Quajutsu, nochmal. Himmlisch! Himmlisch, dass wir diese Pokémon hier finden. Finde ich sehr gut. So ein schönes Pokémon muss man auch mal finden. Vor allem direkt als der ersten und zweiten Encounter, das ist doch schon eine... Leute, das ist auf jeden Fall schon eine Prophezeiung. Boah, da gibt es auch viele Erfahrungspunkte für das Level und dafür, dass es nur wild ist. Aber ist ja halt auch ein, wie soll ich das sagen? Ein Pokémon, was auf Entwicklungsstufe 3 ist und ja. Habe ich doch keinen Zerschneider? Oh, wetten, dass es so mies in deinem Zerschneiderbaum versteckt. Hundertprozentig. Ne, wir haben keinen Zerschneider hier. Lol. Lol. Ja, Leute, dann würde ich sagen, werden wir das wohl erst später finden. Das mit dem Leuchtstein. Aber ist kein Problem. Ich gehe jetzt erstmal mein kleines Quajutsu holen. Hat jemand im Pokémon dann auch mal kurz Skullig an? Ach, hier haben wir ja sogar im Team Skullig. Gucken wir uns alles mal ein bisschen an. Sortieren wir die Box mal ein bisschen um. Wir haben hier jetzt das ersteren Skullig. A.K.A. Ivan. Ivan hat Steifige von Typ Pflanze, Bodycheck von Typ Pflanze. Alter, das ist sogar gar nicht mal so scheiße, was Ivan hier hat. Fuck it. Das ist echt nicht schlecht, ne? So Step-Pflanzen-Attacken. Aber hey, ab in die Box 2. Und dann erstmal Pokémon bewegen. Komm her, mein Guter. Komm her. Erstmal Bericht. Typ Gesteinfee. Ja. Body von Typ Hyper, Gefriertrockner von Typ. Okay, es ist geil, mal so schnell. Ja, Gestein. Da ist ein Fall. Alter, was der für Attacken drauf hat. Was der? Vor allem Blättersturm Step. Wo sind wir hier? Das Geile ist, das ist speziell und Spezialangriff ist ja besser als Angriff. Obwohl, nein, ist er nicht. Egal. Wird schon irgendwie. Auf jeden Fall erstmal ins Team, mein Freund. Und du wirst erstmal durch den EP-Teiler hochgeboostet. Alter, das ist krass. Wir haben einfach zwei Pokémon gefangen: einmal ein Skullig und einmal ein Quajutsu. Ein Quajutsu! Alter, ist das krass. Ja, es ist einfach ein fucking Quajutsu. Und ja, wir gehen jetzt mal in diesen Turm der Erkenntnis rein. Oder wie der nochmal heißt. Ja, Turm der Erkenntnis. Oh mein Gott, sieht da krass aus. Ey, da gibt's einen Fahrstuhl. Und. What? Mega Lucario.
Ist das ein Fahrstuhl? Ne, ist das eine Halle, wo man rein kann, lol. Ah, guck mal, das sind die ja schon, ne? Das ist doch Feuerstachel und der eine. Du musst Zerdo sein. Professor Hobbs hat mir schon viel von dir erzählt. Nun, ich bin Mr. Mega, ein alter Bekannter des Professors. Tja, dass Mr. Mega nicht mein richtiger Name ist, wirst du dir sicher schon gedacht haben, nicht wahr? Aber ja, komm mal bitte her. Alter, was hat der für Augenbrauen? Okay. Oh, jetzt kommen die anderen noch. Oh, fuck. Egal, das ist eigentlich scheißegal, was der hier labert, weil die Story zu den Mega-Pokémon ist eigentlich relativ unrelevant und die müsstet ihr eigentlich alle halbwegs kennen. Ja, wir haben einen kuriosen Stein. Ja. Ah, ja, mein Freund hat mir den Stein. Ist nicht so bescheiden. Sei mal ruhig hier, Sefi. Unglaublich. Unglaublich. Darf ich jetzt nicht sagen, dass das mein eigener Stein ist? Finde ich asozial. Aber wir müssen jetzt mit hochgehen, oder wie? Aber oh, wenn wir jetzt halt nach oben teleportiert, bitte. Ach nein, werden wir nicht. Scheiße, wir müssen doch jetzt mit dir nach oben, oder? Ich weiß, dass wir zu 100% mit dir jetzt nach oben müssen, oder? Ich will nicht nach oben. Oh Mann. Das ist meine Enkelin, okay. Mr. Feuerschach ist also die Enkelin von Mr. Mega. Mr. Mega Mega. Krass. Aber gut. Können wir jetzt endlich weitergehen, weil ich hasse diese langen Textpassagen über die ganzen unnötigen Story-Sachen. Das war ja auch bei Uras so, über diese langen Textpassagen, ne? Die nerven richtig krass. Aber egal, müsst ihr über Mr. Mega möchte über Mega-Pokémon reden. Mr. Feuerstein müsste über Feuer-Pokémon reden. Ne, kein Plan. Was auch Hopsi wieder. Naja. Der gute alte Hopsi. Alter, kriegen wir jetzt eigentlich alle unsere Mega-Ring oder wie sieht's aus? Ich kann meine Mega-Entwicklung eh nicht einsetzen, da ich halt, kein Pokémon hab zu Mega entwickeln. Also, es ist einfach so, ne? Ich hab kein Pokémon zu Mega entwickeln, das ist einfach das Problem. Ja. Wolf of Song kommt, stärke Liebe, blablabla, Kampfzeichen für euch beides. Aber müssen wir jetzt gegeneinander kämpfen oder was? Okay. Also müssen wir jetzt gegen, Shadi war es, glaube ich, oder? Oder wer war das? Ich weiß es nicht mehr, wer das war. Wenn wir jetzt sehen. Ich habe so lange nicht mehr aufgenommen. Vor allem nicht gegen sie. Die Bitch, die mir ein Pokémon getötet hat. Ein Doppelkampf. Zero Lime war es. Du Bitch. Ohne Spaß. Ich hasse dich eigentlich voll. Paragoni, okay. Paragoni. Level 42. Darf ich noch was dazu sagen? Ich glaube nicht, oder? Muss ich dazu etwas sagen? Ich aber auch nicht. Einmal Level 42 und Triplette. Und sehr effektiv, das ist gar nicht gut. Okay, Darmschwall wird es auf jeden Fall töten, komm. Ich weiß, dass Darmschwall töten wird, komm. Wert die Attacke ab. Triplette. Bist du denn des Wahnsinns? Okay, wir haben gerade unser dieser Samen verloren. Okay, er hat Hochmut. Angriff von ihm steigt, okay. Simongo. Auf dich konnte ich mich sonst noch verlassen, mit der Hornattacke. Du musst es jetzt ganz gut regeln mit der Hornattacke, ja? Sonst wird das ja nichts mehr mit deiner Karriere. Fuck, das zieht auch fast gar nichts ab. Und Beulenhelm hat er. Er hat Beulenhelm. Was bringt Schweifglanz nochmal? Bringt es mir mehr Verteidigung? Ich weiß es nicht. Okay, wir setzen mal Schweifglanz ein und dann heilen wir uns auf. Schweifglanz, go! Oh, ich hoffe, das bringt viel. Das wird uns nicht killen. Triplette killt uns echt nicht, weil dafür bräuchte ich schon einen Beulenhand, dass du uns killst. Wir werden jetzt gleich versuchen, mit dem Dings weiter anzugreifen. Obwohl es jetzt viel abzieht, ne? Das pfeift mich schon ein bisschen an. Einmal ein Crit und wir sind am Arsch. Wir versuchen es trotzdem, Hornattacke. Weil wir sollten erst ein bisschen mehr abziehen, oder? Ja, der Schweifglanz hat es echt gebracht. Er hat es echt fucking normal gebracht. Oh mein Gott. Okay, wir sterben nicht. Perfekt.
Nein, ich kann jetzt auch nicht nochmal angreifen, weil sonst ist mein Timongo auch down wegen dem Schweifglanz, ne? Wegen dem Beulenhelm. Das Ding mit seinem fucking Beulenhelm, das fuckt ein bisschen ab, ne? Triblette. Okay. Ist okay. Dann setze ich jetzt nochmal mein Dings ein, meine Hornattacke. Und dann, ja. Du weißt, ne? Boah, scheiße, ey. Ich bin gerade ein bisschen. Bisschen, ja. Am struggeln, weil das könnte ein harter Kampf werden. Skalik auch wieder, okay. Wir werden jetzt erstmal aufheilen und gucken, was Skalik gegen uns macht. Unsere Attacke, unser Spezialattack ist natürlich hochgeboostet, das sollten wir nicht vergessen. Wir könnten eigentlich sehr viel damit anstellen, vor allem wenn es nicht, wenn es normal effektiv ist, sollte es auch genug abziehen. Ich meine, das ist eine Step-Attacke, die jetzt hochgeboostet ist. Ableitip, okay, sollte nicht viel abziehen, oder? Es ist eine fucking Step-Attacke. Okay. Das sollte uns nicht jucken. Das war jetzt nur ein Crit, okay. Sonst bringt das nicht so viel. Oh, damn. Haben alle ihr Beulenhelm? Fuck it. Die haben alle Beulenhelm oder was? Warum haben die alle Beulenhelm? Das finde ich gar nicht cool. Das ist immer mega scheiße. Damn, das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ableitip wieder. Jetzt kommt er wieder mit seinem Ableitip, ey. Egal, mega. Ich sag mega die ganze Zeit. Meine Hornattacke und du bist down, mein Freund, Skalik. Aber das Ding ist einfach. Warum haben die alle einen Beulenhelm? Das hat mega ab. Wir haben ja gar keinen Schaden durch den Beulenhelm gerade bekommen, lol. Die Denne. Eigentlich würde ich jetzt nur Risk No Fun reingehen mit der Hornattacke, aber. Er hat meine Fähigkeit über. Heißt das, ich habe jetzt kein Step mehr auf der Hornattacke? Er ist ja immer mega scheiße. Oh, bitte, wenn. Ich hoffe, dass Überbrückung nicht jetzt meine Step-Attacke zerstört hat. Ich hoffe. Warum immer Geschenke? Du von Zero Line, ja super. Egal, er ist eh tot. Perfekt. Mein Volltreffer, egal. Wir haben es mit Timongo gerissen. Unser Bisasam ist natürlich down gegangen, aber egal. Timongo hat es gerissen mit seiner Hornattacke, obwohl du an der Level warst. Krasses Teil auf jeden Fall. Vor allem mit Schweifglanz zusammen. Sehr krasse Kombo. Auf jeden Fall. Ja, wirklich ein starkes Team. Ja, danke schön. Ich weiß, Zero, ich weiß. Wir sind besser als du. Musst du nicht sagen. Ich meine, das habe ich schon letztes gesehen, als du mein eigenes Pokémon getötet hast in einem Doppelkampf mit mir zusammen. Da war ich echt enttäuscht von dir, Zero, das musst du echt wissen. Hat mich mega abgefuckt, dass du so ein Snitch bist. Weil ich habe viel von dir erwartet, eigentlich. Sehr viel sogar. Ja, und ich würde sagen, wir können im nächsten Mal dann halt die Arena machen. Ja, weil. Ihr wisst schon, ne? Wir haben jetzt hier die Turm der Erkenntnis fertig. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich bald die Arena machen können. Obwohl, wir könnten hier eigentlich noch ein Pokémon fangen. In den Turm der Erkenntnis. Denn, ja, weil hier gibt es auch schon auch Pokémon in den Turm. Wisst ihr? Und vielleicht gibt es wieder ein Healer-Etagen-Pokémon, ich weiß es nicht. Kann sein. Vielleicht auf jeden Fall ein bisschen zu overpowered, wenn wir jetzt in jeder Etage noch ein Pokémon bekommen würden. Aber hey. Zumindest können wir ein neues Pokémon im nächsten Part noch fangen in dem Turm der Erkenntnis. Und ich bin stolz auf mein Timongo. Das Ding hat es heute wieder richtig gezeigt, dass es was drauf hat. Ich meine, die Hornattacke ist schon krass. Also mega krass auf jeden Fall, dass du wieder so viel gerissen hast. Finde ich cool. Was natürlich jetzt die Frage ist, was machen wir als erstes? Im nächsten Mal gehen wir, glaube ich, als erstes mal schön ein neues Pokémon fangen und dann in die Arena zurück. Würde ich behaupten. Also Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann. Und ciao, Leute. Euer Solo mit Pokémon Y Randomizer Nuzlocke Challenge. Und wir sind wieder back im Business mit sau vielen coolen Pokémon, Leute. Bis dann und ciao. Euer Solo.